Okay, hier ist wieder der Void Doctor. Oh Gott, Mann, das klingt so schlimm. Und wir sind wieder bei unserem Let's Play Master of Reon 3. Diesmal finden wir raus, was der Deal ist mit diesen Hisu. Und es stellt sich raus, es sind die Ra's, eine reptiloide Rasse und ein bisschen wissenschaftlicher veranlagt als die anderen Reptiloiden. Wisst schon, die Viecher, die aussehen wie Dinosaurier. Aber sie sind genauso muffig und unfreundlich auf lange Sicht. Vor allem, wenn man schwächer ist als sie. Hier schaue ich mir jetzt schön an, welche Beziehungen wir haben. Und glücklicherweise sind unsere neuen Freunde mit so vielen Leuten gleichzeitig im Krieg, dass wir uns wohl weniger Sorgen machen müssen. Das einzige Problem ist wahrscheinlich weiterhin, dass wir versuchen werden, über unsere Grenzen hinweg zu kolonisieren. Und das können wir nicht gestatten. Andererseits, wir sind auch schon mit so ziemlich jedem im Krieg, den wir kennen. Genauso wie unsere robotoiden Freunde, die es wirklich nicht abkönnen, dass wir einen Monarchen haben, denn nur Kommunismus ist gut für Roboter oder so ähnlich. Na egal, das treiben wir diesen Schrotthelm schon auf. Ah, jetzt bin ich ja schon wieder dabei, mir die ganzen Grenzen genau anzugucken, die Welten durchzugehen wie üblich. Und. Ah, der Krieg da ist praktisch im Stillstand. Und hier kommt ein kleiner Aufklärer rübergeschossen, von unseren Feinden natürlich. Anscheinend haben unsere neuen Freunde da unten noch keine so große Präsenz. Ansonsten läuft eigentlich alles recht prächtig. Unsere Reserven sind immer noch, naja, da. Haufenweise Schiffe sind unterwegs zu haufenweise verschiedenen Orten, aber sind noch nicht richtig angekommen. Hier sieht man mich wieder mal grübeln. Und ja, genau, dieses komische Sechseck da oben aus Sternen. Das ist das erste ernstige Problem hier. Ah ja. Irgendwann kommen hier so viele Nachrichten, dass man sie sich gar nicht mehr individuell angucken kann, ohne verrückt zu werden. Man könnte sie natürlich auch unten einfach mit einem Häkchen aus einem der Kästen rausnehmen und würde nie wieder von ihnen gestört werden. Andererseits, nee, benutze ich den Situationsreport immer gerne als so eine Art Vorwarnmöglichkeit. Weil wenn die KI auf irgendeine Kolonie, die ich vergessen habe, anfängt, Scheiße zu bauen, dann kann ich auf diese Weise zumindest schon mal vorgewarnt werden, wenn sie plötzlich irgendwas baut, was sie nicht bauen soll. Schalte ich das dagegen ab, dann werde ich zwar nicht genervt, aber dann werde ich wahrscheinlich überrascht, wenn ich irgendwann mal unter Schiffswerft in irgendeinen Flottenbildschirm gucke und dann stelle ich fest, dass ich plötzlich 500 unnütze Aufklärer habe oder sowas. Und hier sieht man gerade, wie ich neue Spione anheuere, weil die alten schon mal anfangen, alle auszufallen durch Altersschwäche und so weiter. Wir haben allerdings immer noch den gleichen Satz Anführer, den wir schon eingesammelt haben. Und bis einer von denen stirbt, das kann durch Altersschwäche passieren oder auch durch Attentate, wird das auch so bleiben. Ja, der Verlauf ist noch recht milde. Unsere Feinde kriegen langsam mehr Welten als wir, aber technologisch sind wir gleich auf. Und das mit den Welten können wir zur Not auch mit Waffengewalt ändern. Und ich habe noch haufenweise Kolonieraumschiffe unterwegs und plane ja auch noch welche weitere zu bauen und loszuschicken. Also kein Stress, wir sind alle noch positiv sozusagen. Die Runde weiter. Oh, ja, jetzt geht's rund mit den Kämpfen hier. Der erste Kampf. Ja, hier sieht man schon die KI am Rotieren und kalkuliert eine Niederlage. Für mich, was auch kein Wunder ist, weil der Planet keine Dienste hatte, keinen Schutz. Und hier darf ich wieder mal Tontauben schießen, auf feindliche Flotten machen. Aber diesmal scheinen die Schiffe zu alt zu sein im Vergleich zu meinen Verteidigern und sie entscheiden sich abzuhauen, ehe sie zerblastert werden können. Yep. Wieder mal ein Sieg für das neue Orionen-Imperium. Jetzt kommt ein wichtigerer Punkt. Da gibt es keinen Kampf, weil das ist ein System, wo eine unserer und eine feindliche Kolonie direkt drin nebeneinander liegen. Das wird wahrscheinlich immer wieder so passieren. Und da gibt es auch keine Möglichkeit zu kämpfen. Da gibt es nicht viel. Aber wie ich gerade sehe, wurde unsere Kolonie Kite leider bombardiert von diesen blöden Menschen. Verdammte Menschen, wir Roboter werden gewinnen. Ah, ja. Ah, da müssen wir mal wieder aufrüsten hier. Schiffe gehören
Schiffe und Schiffe und Roboterarmeen müssen gebaut werden. Und so also gehe ich dann mal schön hier die Liste durch von meinen nicht computergesteuerten Welten und sorge dafür, dass nicht nur für eine Flotten gebaut werden, sondern auch, dass die Infrastruktur hinterherkommt. Wir wollen schließlich nicht irgendwann eine Industrie mehr, irgendein Industriezentrum haben, das nur in der Lage ist, Fregatten zu bauen oder so ein Quatsch, weil ich nicht aufgepasst habe, 20 Runden vorher. Das ist sowas immer dämlich, wenn man es hinterher bemerkt. Und das besonders Dämliche ist, irgendwann wird das passieren, weil die KI notorisch schlecht ist dann. Und wenn da nicht zufällig durch ein besonderes Glück eine hochindustrialisierte Welt nicht gleichzeitig auch als Militärwelt oder sowas kategorisiert ist, dann kann es durchaus passieren, dass man da plötzlich hinkommt und nur ein oder zwei Werftverbesserungen wurden gebaut und man kann ein paar leichte Kreuzer bauen. Auf einer Welt, die so viel Industrie hat, dass man 10 auf einmal bauen kann, in einer Runde, und es bleibt immer noch was übrig. Ja, hier schaue ich mir wieder schön an, was alles kommt, und hoffe, dass bald Zeit für bessere Schutzschirme ist, weil langsam fühle ich mich unsicher. Schließlich haben wir immer noch die gleichen popeligen Schutzschirme, die nur ein ganz kleines bisschen besser sind als eine zusätzliche Lackschicht außen um unsere Panzerung herum. Wenn man bedenkt, wie diese tollen elektromagnetischen Schutzschirme funktionieren, prinzipiell gesehen, ist es wirklich nicht viel mehr als eine äußere Lackschicht von der Wirkung her. Ah, und auch im Spiel kann man, wie man gesehen hat, recht schnell durchfeuern. Okay, jetzt ist aber genug. Vielleicht soll ich ein bisschen hier rausschneiden, über dieses Ganze angucken. Ah, Gott sei Dank, endlich raus. Gucke ich mir an. Diesmal haben wir neue Kollegen. Unsere neuen Kollegen haben viele Welten, aber technologisch sind sie ein bisschen weit zurückgefallen. Das ist gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, da kommt, weil Meloni wird weiter von Transporterwellen angegriffen, was nicht so schlimm ist. Und unsere Trägergruppe scheint bisher auch auszuhalten. Und wir haben Truppen im Orbit von Cephei. Jetzt kommt auch bald unsere Armee an und wir haben die Invasion zurückgeschlagen. Damit sind wir jetzt quasi in der Offensive. Und zwar vollständig. Problem ist dann natürlich der Angriff auf das Irrer-System danach. Ich glaube, da bin ich so zu. Da sind sogar die Heimatwelten unserer Meckler-Feinde. Das könnte ein bisschen hakelig werden. Aber solange wir unsere Systeme sichern, können wir uns ja auch schon in Ruhe auf weitere Kriege vorbereiten. Und tatsächlich wäre es strategisch besser, die Menschen anzugreifen, weil die zumindest schwächere Bodentruppen haben. Deren Welten kann man leichter besetzen, also. Und da beginnt auch schon wieder ein neuer Kampf gegen Angreifer, diesmal relativ moderne Angreifer, wenn man bedenkt, wie schnell die feuern konnten auf unsere Jäger. Das heißt, dass sie eine relativ große Reichweite haben, das heißt bessere Waffen. Aber auch sie nehmen schon wieder Schaden von unseren Jägern, das heißt, ihre Schutzschilde sind nicht besonders stark. Aber sie können eine ganze Menge Schaden einstecken, was schlecht ist, weil unsere Träger notorisch langsam sind und weil unsere Kolonie dort anscheinend keine Bodenabwehrwaffen hat, was schlecht ist. Also was kann manchmal passieren, vor allem wenn da viele Welten sind, die nicht so stark sind. Selbst wenn, ich meine, wir können uns, wenn wir angreifen, ja auch den Planeten aussuchen und uns durchaus einen Planeten aussuchen, der noch zu schwach ist, um für Bodenabwehrwaffen wie Raketen und Jägerbasen zu haben. Während dagegen eine Flotte, die auf Verteidigen sich gestellt hat. Oh Scheiße, da kriegen wir die Prügel kassiert hier. Der Feind war zu stark und wir müssen aus dem System fliehen. Wo war ich gerade? Ah ja, genau. Wir können uns das ja auch aussuchen und wenn ein Feind vorher ausgewählt hat, der will den Planeten verteidigen, dann muss er halt auch einen Planeten verteidigen, der völlig wehrlos ist. Und kann er, auf diese Weise kann man eine Flotte zerklatschen, wenn man sich dann spätere Invasion leichter machen will. Hier dagegen haben wir erstmal die Verteidigung verloren und kräftig eins drauf kassiert. Ja, das war nicht so gut. Sind zwar die Schiffe auch schon bald veraltet, also kein strategischer Verlust, eher nur eine taktische Niederlage. Hier kommen es wieder zum Kampf mit mobilen Feindkräften im nächsten System. Und natürlich sind auch wieder Transporter mitgebracht worden. Nun feuere ich hier erstmal direkt auf das Geschwader direkt vor uns, weil das eine gute Idee ist. Würde ich dir den Schiffen einfach befehlen, vorbeizufahren und den Transporter anzugreifen, würden sie das machen, aber nicht feuern, was schlecht ist. Ich werde dagegen erstmal die kämpfen lassen und wenn meine Taskforce herumgeschwenkt ist, werde ich ihr befehlen, stattdessen den Transporter anzugreifen.
Das war, glaube ich, so meine Idee. Jetzt bin ich mal gespannt zu sehen, ob, da ich ja jetzt hier Nachkommentar mache und so eine Scheiße, bin ich mal gespannt zu sehen, ob meine Erinnerungen richtig sind und ob ich diesen tollen Plan auch verfolgt habe. Ja, genau, da schwingt meine Taskforce jetzt langsam rum und feuert schon mal auf den Transporter, der nicht abhaut, weil die eigene Flotte als gleichwertig angesehen wird. Sowas ist natürlich immer dumm. Wenn man natürlich so ein Verbündeter hat, da ist es auch schon passiert. Meine Langstreckenwaffen haben den Transporter und natürlich auch die Bodentruppen an Bord zerstört. Und jetzt können wir unser Feuer auf den feindlichen Taskforce konzentrieren und jetzt kassieren diese Mistkerle erstmal Prügel von allen Seiten. Da, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Sobald eine Taskforce anfängt, rote statt blaue und gelbe Zahlen auszuspucken, ist es meistens schon am Ende angekommen. Und ja, ich glaube, sie blinken schon. Was bedeutet, dass sie abhauen wollen? Jetzt sind sie anscheinend zu unterlegen. Aber sie haben schon eine Menge Schaden kassiert. Wenn wir noch ein paar guten Volltreffern, können wir die Schiffe vielleicht noch ausschalten. Ein oder zwei sind ja schon zerstört. Jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt gehe ich zu mich näher ran. Da sieht man das. So wenig Lebensenergie ist noch übrig. Das heißt, der Schaden ist kräftig verteilt. Jetzt kommt schon, zerstör noch ein oder zwei. Und ich jetzt sehe auch gerade, das war wahrscheinlich nur von den Waffeneffekten. Na, blinkt ihr? Blinkt ihr? Blinkt ihr? Na, die waren wohl gar nicht am Blinken, außer als es zu spät war. Ja, das ist das Problem, wenn man nicht genauer hinguckt. Später, wenn wir größere Schiffe haben, ist das Blinken so auffällig, dass ich da mir da keine Sorgen machen muss. Vielleicht sollte ich mir eine neue Brille besorgen. Ha, naja. Genau, da ist jetzt eigentlich nur noch ein Konflikt übrig. Und zwar unsere geplante Rückeroberung unserer Kolonie im C-File-System. Ah, Invasion wäre wahrscheinlich kürzer gewesen, aber ist ja keine Invasion. Wir bekämpfen hier immer noch die Invasion dieser Schweinebande vorher, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, und darum kämpfen wir jetzt kräftig. Unsere Bodentruppen sind da und der Feind hat ebenfalls Truppen mobilisiert, aber man, die sehe ich jetzt schon wild blinken. Ich glaube, die fühlen sich ein bisschen unterschlupf hier auf der falschen Seite. Jep, die blinken wild, das könnten, jep, und da zerspringen die Schiffe aus dem System. Und damit, und mit einer wehrlosen Welt, ist wieder mal der Sieg unser. Und jetzt kommt die Planeteneroberungsphase. Bin ich mal gespannt, wie jetzt der Kampf Mechler gegen Mechler aussieht, Roboter gegen Roboter. Das ist jetzt Terminator mal anders, und die, weil unsere Roboterfreunde ja ein bisschen robuster sind als normale Fleischsäcke, ordere ich jetzt hier auch erstmal. Ah ne, ich setze anscheinend nur Bodentruppen ein. Gut. Na egal, ich bin eh kein Freund von Bombardements, außer bei Idkul. Die können alle sterben. Hier suche ich meine Taktik aus und wir landen. Und oben in dem Bildschirm sieht man das ja immer schön. Sobald Blau auftaucht, weiß man, die Leute haben es geschafft zu landen. Sieht man bis zum Ende hin kein Blau, dann ist die Landung gescheitert. Wenn man Pech hat, verliert man auf diese Weise ganze Armeen, wenn die Verteidigung zu stark ist. Da muss man vorher doch bestimmt schon mal zuschlagen. Hier war ich ein bisschen ungeduldig. So mal angeguckt und das Ergebnis. Und schauen wir mal. Oh, was ist das denn? Also unsere Landetruppen haben genau eine Region eingenommen, das ist schon mal schlecht. Und die Hisur, diese Mikrosaurier, haben uns den Krieg erklärt. Gleich nachdem sie unser Angebot angenommen haben. Das ist ja schizophren. Na. Laber du nur, Mikrosaurier. Das ist typisch. Jetzt haben wir den Drei-Fronten-Krieg. Wenigstens ist einer der drei Mitspieler relativ schwach und noch weit davon entfernt, uns Schwierigkeiten zu machen. Das heißt, wir können den Krieg hier langsam mal durch Massiveinsatz von Waffentechnik zum Ende bringen. Im Prinzip haben wir schon gewonnen, wenn wir das Irrer-System einnehmen, weil da ja, glaube ich, einige der wichtigsten Welten in unserer Mekla Kollegen liegen. Und die Menschen, naja, wenn ich die endlich mal mich auf die hier konzentrieren kann, ist das auch kein Problem. Und die Saurier, ach, die werde ich dann wahrscheinlich zu Dutzenden niedermähen. Ah ja, aber erstmal nachgucken, was da überhaupt los ist an der Frontseite. Ne, noch eigentlich nicht viel los. Aber ich halte meine Erkundungsschiffe zurück und ich weiß ja, dass da ein großer, mächtiger Wächter da oben in der Ecke hockt. Okay, vielleicht sollte ich mir die anderen 16 Teile nochmal angucken, um zu sehen, ob das überhaupt stimmt. Ja, das ist so ein Problem, wenn man mit seinem Detailgedächtnis nicht hinkommt. Ja, mit meinem Detailgedächtnis vergesse ich manchmal so eine Scheiße. In Spielen alleine
Ah, oh, Gravitationsschirm ist fertig. Gut. Also, ja, 60 Minuten gespielt. Also, wenn ich alleine unterwegs bin hier, ohne mich im Internet zu blamieren, passiert es mir manchmal, dass ich zum selben Wächtersystem 3 oder 4 Mal hintereinander Scouts schicke und ständig Hucke-die-Fucke-Hucke voll kriege oder flüchten muss, weil ich alle 10, 20 Runden wieder total vergessen habe, dass da einer von diesen Wächtern hockt, die die Antarianer gebaut haben auf der Basis alter Orion-Technologie oder so, um irgendwelche tollen technologischen Schätze zu bewachen. Also quasi Teil des Hintergrundes. Wenn wir irgendwann mal eine Flotte von großen Schlachtschiffen haben, dann können wir uns mal um so einen Wächter kümmern. Und Wächter ist verdammt großer Klotz, größer als fast alles, was wir bauen können, und ist quasi die Größe von einem alten antaranischen oder orionischen Schlachtschiff. Ja, habt ihr gedacht, der Orion-Sektor ist benannt nach dem Band des Orions, wo unsere Erde liegt? Oh nee, das würde ja Sinn ergeben. Das ist ein Science-Fiction-Spiel. Das ist benannt nach einem Volk, das heißt ganz unironisch Orionen. Und lebt, ne, auf dem Planeten Orion. Wo jetzt die Antaraner sich breit gemacht haben und sich die Neu-Orionen nennen, bis wir ankommen. Und jetzt fange ich mal an, unsere ganzen Designs zu updaten. Im Prinzip. Ich habe zum Beispiel ganz vergessen, dass wir jetzt auch Duranstahl haben, der ein bisschen hartnäckiger ist als der alte Titanstahl. Und dieser tolle Duran-Science-Fiction-Stahl wird jetzt zusammen mit besseren Schutzschilden übereingesetzt. Und manchmal merke ich sogar, dass wir anscheinend mit unseren Antrieben noch was ändern können. Und ändere das auch. Dann haben wir quasi so eine Art Zwischenstufe, um up-to-date Schiffe zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir schwere Kreuzer bauen können. Weil die sind anderthalb mal größer als unsere alten Kreuzer und dann können wir erstmal richtig anfangen, auf die Pauke zu hauen. Und einige unserer Industriewelten produzieren ja auch schon schnell genug, dass wir zügig dann schwere Kreuzer bauen können. Dann werden unsere Feinde dann schön überrascht sein, wenn wir plötzlich Schiffe bauen, die, naja, genauso groß sind wie sie oder ein bisschen größer. Ich meine, wäre ich nicht so faul, hier mal nachzugucken, wüsste ich wahrscheinlich, ob die schon auf dem Weg sind zu schweren Kreuzern. Aber ich bezweifle das, weil technisch sind wir in Sachen Physik ja ungefähr auf der gleichen Höhe. Nur dass die ihren Research Output, ihren Forschungsoutput, ja, verteilen, anders verteilen. Weil die können sich ja nur auf die KI verlassen, anders als meine schlauen Mäkler, die glücklicherweise einen Menschen haben und keine künstlichen Stumpfsinn dahinter. Und in Physik, Energie und Mathematik liegen nun mal die meisten Angriffswaffen. Man macht es eigentlich für jedes Volk Sinn, da mehr einzusetzen. Nur eben für die Mäkler macht es sogar ein bisschen mehr Sinn als Robotervolk, wenn man kräftig Physik, Mathematik und Energie und sowas erforscht und weniger Biologie. Aber ich glaube, das habe ich jetzt lang genug durchgekaut und ich sabble eigentlich auch nur noch, weil ich sehe, dass ich hier immer noch dabei bin, alles zu updaten. Heidewitzka. Aber okay, ich verstehe natürlich, dass ich mich jetzt hier erstmal um Langstreckenkampfschiffe und dergleichen kümmere, die direkt feuern auf den Feind, weil, wie ihr gesehen habt, selbst mit der unfairen Art, wie Träger und so weiter funktionieren. Wenn man nichts als Träger hat, ist das natürlich auch schlecht, vor allem wenn die nicht stark genug sind, den Feind zu überwinden. Später, wenn wir so viele Schiffe haben, dass wir locker riesige Armaden aufbauen können und Taskforce mit Dutzenden von Schiffen haben, dann ist das normalerweise wurscht, weil selbst eine leichte technologische Unterlegenheit hilft dann nichts gegen den Schwarm von Jägern, den man ausspucken kann, wenn man die Taskforce ordentlich zusammengesetzt hat. Aber jetzt mit nur 3 oder 4 Schiffen oder so pro Taskforce, na, ist es noch wirklich noch möglich, mit brutalem Feuer die Träger alle zu überraschen. Es ist natürlich auch umgekehrt wahr, da müssen wir uns darauf verlassen, dann, dass unsere Schiffe immer ein bisschen besser designt sind, damit wir im Notfall bei feindlichen Trägern durchbrechen können. Aber wie ich selbst gemerkt habe, selbst die KI schafft es manchmal, kräftige Trägerflotten aufzustellen. Und dann ist man quasi am Arsch, wenn man nicht selbst Träger hat. Weil die logische Taktik in solchen Fällen ist natürlich, die eigenen Träger greifen die feindlichen Träger an und die eigenen sonstigen Schiffe verteidigen in der Zwischenzeit die Träger, bis die feindlichen Träger zerstört sind. Das ist normalerweise die Taktik, die am besten funktioniert, weil die KI gerne einfach die erstbeste Einheit angreift. Und wenn man Glück hat, dann sind das nicht die Träger. Dann kassiert irgendeine Einheit Prügel, aber das ist dann nicht so wichtig, weil nachdem die feindlichen Träger kaputt sind, ist für gewöhnlich genügend Zeit vergangen, dass wieder neue Jäger gestartet werden. Und dann geraten die überlebenden feindlichen Schiffe ins Kreuzfeuer zwischen Jägerangriffen und konventionellen Kampfschiffen und dann ist die Schlacht schon gelaufen.
Das ist quasi wie ein Uhrwerk. Irgendwann kommen wir in einen Fall, wo wir dann Dutzende solcher Schlachten sehen, die alle auf die gleiche Art ausgehen, mit feindlichen Schiffen entweder fliehend oder explodierend. Dann werdet ihr dann wahrscheinlich feststellen, dass ich irgendwann nur noch klicke auf Computer, mach du das, Computer, mach du das. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil der Computer auch gerne automatisch alles bombardiert, was ihm vor die Rohre kommt. Wenn man also nicht will, dass eine feindliche Welt sich in Rauch auflöst, was bei hoher Feuerkraft später leicht passieren kann, muss man dann natürlich auch aufpassen und entweder vorher einen Planeten auswählen, der einen nicht interessiert, einen Planet oder einfach irgend sowas machen wie Flotte abfangen und hoffen, dass die KI versucht, die feindliche Flotte zu vertreiben. Oder man muss halt manuell kämpfen, weil dann bekommt man anschließend zumindest die Wahl, ob man bombardiert oder nicht. Und dann kann man das ja auch einfach ignorieren. Dann haben die Zivilisten nochmal Glück gehabt. Aber hey, ansonsten muss man sich einfach nur daran erinnern, dass die KI hier ein bisschen genozidal vorgeht. Und im Prinzip, solange man, was menschliche Spieler betrifft, ist es eigentlich immer so, egal, auch mit friedlicheren Spezies ist es für gewöhnlich so, wenn man sagt, greifen Planeten an, und überlässt das der KI, dann versucht sie alles zu zerklatschen, inklusive der Zivilisten, mit Maximum Feuerkraft. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Und da das hier nicht Vanilla ist, sind zumindest die KI-Völker ein bisschen weniger simpel gestrickt. Bei friedlicheren Völkern erlebt man dann auch oft, dass sie eigene Welten in Ruhe lassen, während sie erkunden. Statt einfach blind alles anzugreifen, was ihnen vor die Bodengeschütze, die kommt, tja. Aber leider hat man als Mensch die komischerweise nicht die Wahl. Als hätten die Programmierer gesagt, also weißt du was, wenn du dir schon Mühe machst, selbst alles zu kontrollieren, dann kannst du zumindest auch selbst dafür sorgen, dass deine Admirälchen nicht jeden Zivilisten in die Luft schießen, den sie sehen. Naja, das ist eine dieser komischen Eigenheiten, also. Selbst mit einem Mod, der die übelsten Fehler löst, hat man also die seltsame Sache in kurz, dass wenn Mensch sagt, KI greif an, dann metzelt die KI alles nieder, egal welcher, wie friedlich das eigene Völkchen ist. Und wenn die KI ihre eigenen Schiffe kontrolliert, dann können sie durchaus mal friedlich sein. Ich hoffe, das ist jetzt so verständlich rübergekommen. Noch habt ihr das Merkwürdigste ja noch gar nicht gesehen. Und da ich unter Stufe schwer spiele, hat die KI zumindest eine kleine Chance. Wenn ich unter Normal spielen würde, hätte ich wahrscheinlich jetzt schon ein paar Planeten erobert und würde wahrscheinlich schon überall angreifen. Oder vielleicht auch nicht. Manchmal hat man auch Pech und kriegt Planeten, die wirklich scheiße sind. Wir waren hier so quasi in der Mitte. Ein paar gute Welten, ein paar weniger gute Welten. Aber dafür wurden wir auch eine Zeit lang in Ruhe gelassen und wir haben sogar einen großen Sektor, wo nix ist. Wo wir uns bequem ausbreiten können. Das ist nicht so schlecht. Ich habe schon auch Spiele erlebt, wo man am Anfang schon bei 6 Völkern maximal plötzlich von 4 umzingelt war und nur durch Kampf weiterkommen konnte. Und ich habe auch Sachen erlebt, oh Gott, da hat man dann plötzlich 5 grüne Welten in seinem Heimatsystem und kann alle kolonisieren ohne Probleme und alle haben noch super viel Mineralien zum Ausbeuten. Und ein paar Systeme weiter findet man dann plötzlich links und rechts Splitterkolonien, dann haben wir plötzlich doppelt so viele Welten. Das ist manchmal schon ziemlich witzig, was einen hier der Zufallsgenerator entgegenwirft, vor allem weil man, anders als bei modernen Strategiespielen, da absolut keinen Einfluss auf solche Sachen hat. Man kann zwar einstellen, hier Heimatwelt, ein bisschen mehr Artenvielfalt oder ein bisschen weniger Mineralien und sowas, aber das war es eigentlich auch schon. Und das kann man noch höchstens sagen, hier, wenn ich Mitglied im Orionrad bin, dann bin ich irgendwo im Kern. Bin ich nicht im Orionrad, bin ich irgendwo außen. Und wenn ich sage, Computer, regel du das, dann wird das halt zufällig bestimmt, aber das ist auch alles. Alles andere ist praktisch purer Zufall. Das Einzige, was ich manchmal festgestellt habe, ist, wenn man zum Beispiel die Silicoiden spielt, diese Kristallknilche, dann landet man manchmal ziemlich nah an einer Welt von einem Volk, das heißt Rea. Das sind riesige, große Viecher, die auf riesigen, großen Gasriesen leben und unglaublich verschmutzen, aber die viel Industrie haben und praktisch wie lebende Panzer fast alles überrollen, als ob wir Bodentruppen. Und diese Nichtspielerrasse, die kann man quasi mitkolonisieren und sich quasi eine billige Sache auf diese Weise billig verstärken.
Ja, und mit Mäckler stolpert man seltener über die, aber das ist dann auch nicht so wichtig, weil Mäckler ohnehin schon gute Kämpfer sind. Einziger Nachteil ist halt, mit Mäckler macht man sich die Sache sogar kurioserweise ein bisschen schwieriger, weil die Silikoiden zwar extrem langsam sich vermehren und deswegen die Planeten ziemlich lange quasi auf Grundeis gehen. Dafür fressen sie nur Mineralien, das heißt, man kann, solange man keine anderen Viecher im Imperium hat, quasi alles fast ignorieren, Nahrungsmittelherstellung, und da sie keine, nicht viel Nahrung brauchen, naja gut, gar keine, kann man sie bequem sogar auf irgendwelche roten Welten schicken, auf denen sie nicht gehören, und quasi alles in Besitz nehmen. Und wenn man Viecher wie Rea gefunden hat, dann kann man auch alle, praktisch alles kolonisieren, was einem vor die Nase fliegt. Muss nur darauf achten, dass man ab und zu den Rea ein bisschen was zu essen zuwirft. Dann hat man auch das Bevölkerungsproblem gelöst. Aber wer das wissen will und ein bisschen Englisch versteht, der kann das ja in dem anderen LP, der hier parallel läuft, auch sich auch noch angucken. Jetzt bin ich erstmal wieder wild daran, hier Schiffe zu bauen. Meine schönen modernisierten Schiffe müssen ja schließlich auch gebaut werden, sonst nützen uns die Designs nicht. Und hier korrigiere ich mal wieder, was die KI sagt. Stoßtruppen. Wir haben inzwischen schon mobile Infanterie und die baute noch Sachen, die eigentlich zu sehr veraltet sind. Der Grund ist hier natürlich, mit Stoßtruppen können man als Luftlandeeinheiten benutzen. Das hat einen Einfluss auf die Taktiken, die man auswählen kann bei einer Invasion. Mobile Infanterie ist zwar schlagkräftiger, kann das aber nicht. Und das ist ja natürlich die Sache, die, wenn man mobile Infanterie hat, dann sind die für gewöhnlich schlagkräftig genug, dass man keine Stoßtruppen mehr braucht, außer man hat sie zufällig gerade. Viel wichtiger sind diese ganzen Sondersachen wie Kommandozentren und Psychologieeinheiten und was nicht alles. Vor allem Nachschub. Weil Nachschub bedeutet, dass die Armee auch immer dann noch mit voller Kapazität kämpfen kann, wenn alles in Ordnung ist, wenn keine feindlichen Schiffe im Weltraum über einem hängen und so weiter. Ansonsten, ohne Nachschub bedeutet Blockade, plötzlich hat man starke Nachteile und kämpft nicht so gut wie normal. Was ziemlich happig sein kann, wenn man eine Invasion abwehren will. So, hier habe ich einige Schiffe. Da sieht man, sah man eben diese schöne rote Markierung. Da sind so viele Schiffe unterwegs, dass es bald wild wird. Da auch. Da kommen, sind sogar Kampfeinheiten unterwegs. Kann man eigentlich nur hoffen, dass die alt genug sind, dass ich sie wegballern kann. Ansonsten muss ich im Meloni-System neue Schiffe postieren. Und hier ist eigentlich alles okay. Eine weitere Einheit ist unterwegs. Ich nämlich das Gefühl habe, dass unsere Bodentruppen zu schnell aufgerieben werden. Die haben ja nur eine Runde, eine Region und sowas gebaut. Ansonsten verschiebe ich noch ein paar Einheiten hier und mal vergewissere mich dann, dass da unten an der Front noch alles ruhig ist. Und das war's eigentlich auch schon. Weiß euch ja auch nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn so eine Klammer um einen Planeten, Systemnamen steht, dann bedeutet das, dass da mehr als ein Imperium Kolonien hat. Im Prinzip ist das also quasi umkämpft. Naja, nicht wirklich umkämpft, eher diplomatisch umkämpft. Vor allem, wenn es alles im Frieden ist. Dabei ist die Farbe normalerweise das Zeichen des Imperiums, das gerade am dominantesten ist. Weil wenn ich zum Beispiel in einem System drei Kolonien habe und eine andere Nation hat eine vierte Kolonie, dann ist unsere Farbe dominant. Ist es umgekehrt, eine unserer Kolonien und drei fremde, dann wäre es dann zum Beispiel statt blau jetzt grün oder so. Und wenn sich die Stärke und Entwicklung beider Kolonien etwa die Waage hält, dann ist es grau. So, jetzt nur zur Erklärung, was diese komischen Klammern sollen. Also wieder so eine Sache, wo selbst ohne hinzuklicken weiß man, aha, da ist jemand anders, aha, das gehört uns allein und so weiter. Nervig ist halt nur dieses eine von Menschen besiedelte System, das direkt zwischen uns, unseren Systemen hängt. Das Problem müssen wir lösen. Und da hatten wir wieder eine Kriegserklärung, das ist komisch. Moment, ach stimmt, ja, ich habe ja noch gar keine Runde vorher, ich habe so lange gesabbelt, ich habe total vergessen, wir sind immer noch in derselben Runde. Und der Situationsbericht ist immer noch derselbe. Sondern es sind noch dieselben Nachrichten drauf. Hey, manchmal bin ich echt dumm. So, jetzt aber beginnen wir mit der neuen Runde. Yep, und hier haben wir auch wieder eine Menge Kämpfe zu bestehen. Hier wird dann jetzt schön gekämpft hier und diesmal wird auch ein Planet angegriffen, der sich verteidigen kann und gleich eine Raketensalve losschickt. Und ich befehle dann auch gleich meinen Einheiten loszuschlagen und auf den Feind einzuprügeln. Einer verschwindet, eine feindliche Taskforce ist von der Ortung verschwunden, aber die andere hat schon so viel Prügel kassiert, dass sie wild blinkt.
Okay, die sind anscheinend ziemlich veraltet. Da kommen jetzt meine Jäger und machen noch Trommelfeuer. Und schaffen wir es, die noch alle zu zerstören, bevor sie sich zurückziehen? Gut, ein Schiff ist explodiert, aber die drei anderen fliehen. Na, das ist schlecht. Und kassieren auch mächtig Schaden. Nun, wie ich die Programmierung von dem Spiel einschätze, sind die drei wahrscheinlich alle davongekommen. Weil nach der Kalkulation von dem Spiel müssten die in der nächsten Runde alle repariert sein, auch wenn sie jetzt zerstört sind. Sind ja leider nicht explodiert. Okay, ihr habt nochmal Glück gehabt. Jetzt kommt die nächsten Kämpfe. So. Nachdem die Menschen zurückgeschlagen wurden, kümmern wir uns jetzt um diesen winzigen Nachzügler, der Meckler. Der blinkt schon wie wild, ja, der powert schon seinen Überlichtantrieb auf, um abzuhauen. Die Frage ist nur, jep, der ist leider weg, da wir hier keine Träger und nichts haben. Meine Schiffe zu langsam waren, um in Feuerreichweite zu kommen. Später werden unsere Waffen eine große, große Reichweite haben und sowas wird leider nicht mehr möglich sein, einzelne Schiffe retten zu lassen. Aber hey, gönnen wir dem Feind das noch? Schließlich können wir auch noch so leicht abhauen hier am Anfang. Hier überlege ich gerade, überlege ich erst, hier kein Kampf, das habe ich dem Computer überlassen. Und hier suche ich das aus, automatischer Sieg und dann hier, da wir Bodentruppen haben, kann ich die jetzt auch landen lassen. Phase 3. Was habe ich da jetzt gemacht? Ach ja, in der letzten Runde hatten wir, in dieser Runde hatten wir nichts. Die andere Flotte ist ja noch unterwegs. Ich habe nur die Einheiten gesehen und das total vergessen, dass da vorher eine Null kam. Und wir haben diplomatische Nachrichten. Aber es ist typisch. Beide Seiten waren etwa gleich stark und haben so heftig gekämpft, dass sich nichts geändert hat. Naja, gut. Ein paar neue Schiffe bauen. Ah ja, neue Kolonien werden naja nebenbei noch gegründet, was gut ist, weil der Krieg scheint sich noch ziemlich in die Länge zu ziehen. Wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir genügend Feuerkraft hätten, die Kolonie zu zerstören oder genügend Bodentruppen, um sie zu erobern. Aber so dagegen haben wir immer, sind wir immer noch an diesem Anfangssyndrom von Master of Orion 3. Nämlich, dass wir noch zäh kämpfen müssen hier. Das ist immer der Witz. Wenn man schwache Bodentruppen hat, dann verliert man einen Planeten normalerweise ruckzuck gegen feindliche Angreifer. Und wenn man starke Bodentruppen hat, gewinnt man sie meistens schnell. Aber hier hatten wir nun mal Pech, dass wir direkt neben anderen Meckler hocken, die genauso stark sind wie wir. Und darum wird das hier wohl noch eine Weile dauern. Darum werde ich wahrscheinlich in den nächsten Runden mehr Bodentruppen ausheben und dahin schmeißen müssen. Das einzig Gute ist, jetzt wo unsere Modelle ein paar modernere Einheiten links und rechts hocken, sind zumindest unsere anderen Systeme dahinter sicher. Und wir haben quasi das Loch in der Front gestopft. Wenn wir jetzt noch mit den Menschen fertig werden, ja, das ist wunderbar. Aber erstmal brauchen wir hier eine neue Armee, die auch noch einen netten Namen braucht, wie Imperiale Armee, so, Nummer sonst was. Und da habe ich festgestellt, wir haben nicht mehr genügend Transportschiffe. Ja, sowas ist auch immer ärgerlich. Vor allem, weil, selbst wenn man genügend hat, man darf nicht vergessen, wenn man die Schiffe eingesetzt hat für die Invasion, dann sind sie erstmal auf dem Weg zurück in die Reserve für etliche Runden und können dann nicht benutzt werden. Das heißt, man braucht im Prinzip, wenn man mehr als einen Planet angreifen will, dann auch immer genügend Transportschiffe, um alle Truppen, die man hat, gleichzeitig zu transportieren. Und okay, da die KI ständig kleine Einheiten links und rechts produziert, ist das ein bisschen schwierig, vor allem weil da das nicht die Vanilla-Version ist, die Einheiten in Zehnergruppen gebastelt werden. Aber kurz gesagt, jede Menge Transportschiffe bauen. Und auch selbst designen, weil manchmal kann man aus den Autobau-Designs wirklich noch was rausholen. Ich habe zum Beispiel relativ kleine Zerstörerschiffe, aber zwei Truppenkapseln statt eine, dass ich nicht so viele von denen brauche. Und sie sind immer noch schneller als die Autobaudinger. So, und da haben wir jetzt eine weitere Transport-Taskforce und schicken sie gleich los. 3 Runden später müsste sie ankommen. Jetzt hoffe ich nur, dass unsere Trüppchen da so lange aushalten. Die Armee, die ich zuerst eingesetzt hat, ist ja bald zerstört. Und danach hatte ich, glaube ich, nur einfaches Korps geschickt. Und die werden wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Und die Armee, die danach kommt, müsste dann allerdings den Widerstand langsam zerkloppen. Hier werden nochmal wild ein paar Schiffe verteilt. Hier habe ich jetzt festgestellt, dass die Truppen, die ich da habe, ausreichen, die Front zu halten und verteile die Trägergruppen neu anders. Damit sie zur Not auch bei Miloni aushelfen können oder als Auffanglinie gelten können, falls die Taskforce dort vertrieben wird.
Und ist euch aufgefallen, wir haben jetzt inzwischen zu viele organische Drecksäcke unter unseren Leuten. Das sind wahrscheinlich diese verdammten Darlofs, die fressen zu viel. Darum brauchen wir mehr Nahrung. Das Problem ist natürlich, unsere Mäckler sind zwar Roboter, brauchen aber auch ein paar biologische Teile. Hier hören wir uns wieder die wütenden Saurier an. Haha, hoho, ihr werdet viel besser aussehen, wenn ihr zu Roboter umgebaut werdet. Was ich sagen wollte, unsere Roboter-Mäckler brauchen leider auch ein bisschen Nahrung. Ist zwar eine komische Mechanik, aber hey, man kann's. Oh, fuck. Ich sehe gerade, die Aufnahme ist zu Ende, also machen wir in Teil 3 weiter. Tüdelü.